Ich habe schon immer gewusst, ich will nicht in einem Angestelltenverhältnis sein, ich will selbstständig sein. Vielleicht auch in die Wiege gelegt worden durch meine Eltern. Hm. Die hatten auch ein kleines Lebensmittelfachgeschäft in Isenbüttel, also im Landkreis Gifhorn bei Braunschweig. Und ja, als Kind auch schon gerne mit Einkaufsladen gespielt. Und irgendwie habe ich das Verkäufergehen in mir und war immer auf der Suche nach dem perfekten Konzept. Und da ich schon immer gerne gegessen habe, gekocht habe vor allen Dingen und auch gerne gut getrunken habe, war ich auf der Suche nach etwas in dem Bereich und habe dann auf einer Messe 1999 die Barrique GmbH kennengelernt. Familienunternehmen aus Hildesheim und mit der Familie Bendix war sofort klar, wir sind auf einer Wellenlänge. So war der Start. Man sieht, dass in der Zentrale mit Herzblut gearbeitet wird, dass die nicht Sachen machen, um Geld zu verdienen, das kommt dann irgendwann automatisch, sondern einfach um gute Produkte an die Kunden zu bringen. Und das habe ich von Anfang an gespürt. Das hat mich begeistert und ich musste nicht mehr nach verschiedenen Großhändlern suchen, Wein, Nudeln, Soßen, Spirituosen, sondern ich habe alles aus einer Hand. Und das beim ehrlichen Kaufmannsbetrieb, das ist einfach perfekt. Ja, ich bin froh, dass wir allgemein im Barrique-System eine gewisse Freiheit haben, uns selbst zu verwirklichen. Produktwünsche werden wahrgenommen und ich habe ganz viele kleine Produktwünsche in die Zentrale reingegeben und die wurden umgesetzt. Was mein Laden auch macht, ist, dass wir so versuchen rauszukitzeln, was die Kunden wollen. Das heißt, wir machen für die Kunden schöne Aktionen. Von gemeinsamen Kochen, von schönen kleinen Veranstaltungen mit den Kunden, Essig- und Ölschule, Whisky, Weinproben und so weiter. Also ich glaube, dieser persönliche Kontakt ist in Wolfenbüttel besonders ausgeprägt. Gut, ich habe ja schon lange den Wunsch, die eigene Produktserie noch ein bisschen voranzutreiben. Ein paar Liköre haben wir schon selbst hergestellt. Wir haben Fässer eingelagert in Wolfenbüttel und in Winnigstedt bei meinem schönen Hof, den wir hier in Winnigstedt gekauft haben. Und der nächste Schritt ist ja endlich das zu vollenden, was wir angefangen haben, den Aufbau der Brennerei in Winnigstedt. Da sind wir schon gut vorangekommen und eigentlich 2000, auch das Jahr, wo wir jetzt, 2020, das Jahr, wo wir auch produzieren werden. Ja, und ansonsten sind jetzt auch durch die Corona-Krise so ein paar Ideen entstanden. Zum Beispiel, die Idee hatte ich vorher schon, nicht nur Proben bei den Kunden zu machen oder Proben im Geschäft zu machen, sondern auch das Konzept Online-Tastings. Das heißt, für die Kunden, dass die Kunden zu Hause in Ruhe am Bildschirm mit uns zusammen eine Probe machen können, zum Beispiel Whisky, Gin, Rum und Co.